Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem, ja, oldschool, schon lange mal vorgehabten, jedoch nie geschafften Video, da es mit dieser Framerate von 20, 30 einfach nicht möglich war. Jetzt schöne lockere 30 Frames, wunderbar geht's. Mit dem neuen PC ist alles möglich. Ja, wir befinden uns hier in MW2. Ja, ich weiß, Spiele ist jetzt schon ein paar Jahre, kann man wirklich sagen, draußen. Aber ich wollte damals eigentlich schon vor Ewigkeiten mal machen ein Video, und zwar wie man out of Karachi kommt. Ja, ich weiß, gibt mit Sicherheit bis jetzt nur ein einziges Video auf YouTube oder so, das mit Sicherheit auch nur Englisch ist und so, wie man out of Karachi kommt. Und da habe ich mir gedacht, die Gelegenheit muss ich beim Schopf packen. Ich meine, es wissen so viele nicht, wie man da rauskommt. Es wollen so viele unbedingt wissen, und da habe ich mir gedacht, ich spiele mal ein bisschen den Moralapostel und werde euch helfen, wie das Ganze geht. Denn ich habe das ja schließlich auch schon ein paar Mal gemacht und werde es wahrscheinlich beim ersten Mal nicht schaffen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ja, mache ich das jetzt einfach mal, weil mir langweilig war. Ja, was brauchen wir denn Besonderes dazu? Vielleicht kann ich mal am Anfang sagen. Und zwar eine Klasse mit einem Mann-Armee Pro, das ist ganz wichtig. Oder generell eine Mann-Armee. Taktikeinstieg, Handgranaten sind egal, Leichtgewicht wäre nicht schlecht und Kommando auf alle Fälle. Und als Primärwaffe würde ich empfehlen eine Submachine Gun, da die schön leicht sind und da man dadurch schön schneller laufen kann. So, dann gehen wir doch mal dahin, wo wir eigentlich starten können, müssen, dürfen, sollen. Und zwar geht es von hier. Hier können wir auch gleich mal unseren ersten Taktikeinstieg hinlegen. Einfach nur so, damit wir hier immer oben spawnen könnten. Und ja. Jetzt geht es darum, auf diesen Pfeiler hier zu springen. Und das kann man eigentlich nicht so machen, sondern man muss halt davor rechtzeitig abspringen. Schon mal ein schöner Fail zu beginnen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video zusammenschneide, das heißt, dass es immer genau gleich passt. Weil ihr seht schon, ich hätte es vielleicht nochmal davor üben sollen, bevor ich jetzt hier gleich das Video mache. Das MW2 nach 2 Monaten oder so jedes erste Mal wieder einschalte. Aber da haben wir es eh schon. Dann wechseln wir wieder auf die gleiche Klasse, bevor wir irgendwas tun. Wir müssen zwar noch später noch ein bisschen weiter nach oben. Aber bevor wir jetzt hier zum Beispiel runtergefallen werden, jetzt wollte ich gerade Minecraft-Style machen. So. Und mich mit der Shift-Taste nach unten drücken. Aber leider geht das hier nicht. So, und wir müssen jetzt eben von Pfeiler zu Pfeiler springen. Manche Leute können es auch einfach ohne einen Taktikeinstieg zu legen. Mir ist das ein bisschen zu riskant. Weil ich keinen Bock habe, dann wieder runterzufallen. Lalalala. Dauert halt ein bisschen immer, aber dafür ist man auf der sicheren Seite. Ups, ja. Das zum Beispiel meine ich. Dun 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 dun. Und tschüss. Wieder Taktikeinstieg legen. Und what the fuck? Okay. So viel Information. Hui. Da hatte ich doch glatt einen Noob-Tuber dran, ich glaub's nicht. Ja, okay, man muss trotzdem weiterlaufen. So ähnlich wie bei Minecraft, also auch wenn man runterfällt, geht's trotzdem noch weiter. Diesen Ding hasse ich auch wie die Pest. Aber ich hoffe, dass wir da relativ bald drüber kommen. Andernfalls hätten wir eventuell ein Problem. Ja, das ist immer das, entweder ist man zu weit oder man ist zu kurz. Zu nah, wie immer. Ah, falsche Klasse. Jetzt habe ich da auch einen Taktikanstieg drin. Aber zum Glück. Die beiden Klassen habe ich mir nämlich extra noch davor gemacht, damit ich einmal eine Sniper-Klasse habe zum Zielen weit. Ah. War schon mal ein bisschen näher dran. Ach, da habe ich auch einen Taktikeinstieg. Ah, das ist meine Sprengkommando-Klasse. Dann werde ich mich mal kurz hier vermöbeln lassen. Was? Jetzt geht's aber los hier.
Okay. Ich hätte gar nicht gewusst, dass man das da überlebt. Sieh einer an. Da sieh mal einer an. Na gut, dann, wie können wir uns jetzt am besten umbringen? Indem wir da hochgehen, indem wir da hochgehen und indem wir Geronimo da runterspringen. Sehr schön. Ja, goddammit. Wenn ich es jetzt beim nächsten Mal nicht schaffe, dann werde ich einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann, wenn ich drüben bin. Ja, wir sehen uns, wenn ich drüben bin. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder da. Jetzt nach dem dritten, vierten Mal oder so. Seitdem ich die Aufnahme beendet habe, hat es dann geklappt. So, und jetzt müssen wir darauf. Und das ist wieder so ein Scheiß. Das dürfte aber eigentlich schneller gehen. Das sehen wir ja dann. Ah, fast. Ah, Scheiß, Maus, beweg dich nach oben. Lalalala. Wisst ihr, was lustig ist? Jetzt auf einmal habe ich nur noch 30 Frames. Keine Ahnung wieso. Und meine verfickte Maus spinnt nicht so. Na toll. Also mit 30 Frames deckt es echt ein bisschen. Na gut, wir sehen uns, wenn wir da drüben sind. Vielleicht habe ich dann wieder das 90 Frames. Bis gleich. So, da sind wir wieder, jetzt auch mit 90 Frames, beziehungsweise 88, 90, ja. Und ich bin drüben. Hier muss man ganz schnell eigentlich, also aufpassen auch, weil hier kann man auch ziemlich blöd rumrutschen. Deswegen hier auch gleich einen Taktikeinstieg legen. Und dann kann man schon mal hier so rüber gehen. Hier kann man auch runter, so rüber gehen. Aber es bringt einem natürlich nichts. Da rein könnte man jetzt auch. Sollen wir mal machen. Gehen wir mal rein. Und hier seht ihr schon, hier ist eine unsichtbare Tür. Das liegt daran, von außen sieht man die Tür. Und von hier innen nicht. Und ja, einfach nur ein Raum, durch den wir es nicht mehr durch können. Bisschen scheiße, aber macht natürlich auch nichts. Nur Tür wieder raus. Hier sollte man halt wirklich aufpassen, falls man sich wieder umbringen möchte. Und man hat dann kein Ding mehr, dann steht man ein bisschen blöd da. So, Taktikanstieg erst wieder legen. Rüberspringen. Und dann sind wir eigentlich jetzt quasi eh schon out of Karachi. Also zumindest sind wir noch in der Map, aber wir sind nicht mehr auf dem eigentlich gewollten Spielgeschehen. Und hier muss man einfach nur hochspringen. Bisschen so übereinander immer. Und dann schön hier die ganzen Railings entlang laufen. Da kann man auch viel Scheiße bauen und oft runterfallen. So, und jetzt sind wir eigentlich eh schon so gut wie draußen. Hier kann man auch noch ein bisschen probieren rumzuspringen. Ich habe es, glaube ich, noch kein einziges Mal geschafft, darüber zu kommen. Nur immer hierher, aber das bringt einem natürlich nichts. Jetzt müssen wir mal kurz wieder sterben. Weil man kann hier eigentlich nichts machen, außer man kann, soweit ich weiß... Ah, nee. War nicht geplant so, aber so geht es natürlich auch. Taktikanstieg legen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach gleich mal aus, oder? Gehen wir einfach gleich mal raus. Da geht es hier runter. Mit Kommando ist das natürlich dann kein Problem. Und dann ist man hier heraußen. Und ja, jetzt kann man zum Beispiel von hier heraußen möglichst nicht in ein bewegliches Dingsens reinlaufen, wo ein Zaun rundherum ist. Sondern am besten hereinlaufen. Hier hinten zum Beispiel, da kann man sehr gut schön sehen, das ist die Absperrung von dem linken Spawn da hinten, da ist der Spawn. Und hier sind wir in der Absperrung, da kann man nicht durch und dann kann man von hier schön durchschießen zum Beispiel. Und ja, wer Call of Duty Modern Warfare 1 gespielt hat, gehabt hat, der wird sich wohl an dieses Gebäude hier erinnern. Denn das gibt es auch auf einer Map in Call of Duty im Modern Warfare 1.
Sehr nice das Gebäude, beziehungsweise sehr nice die Map. Und da gibt es auch eine schöne Möglichkeit, verdammt. Das haben wir gleich. Das rüber. Hier so hoch, und da hoch und schon sind wir oben. Das Lustige ist, es gibt auch ab und zu mal so, naja, so wie soll man das sagen, so Chunklöcher. Oder wie auch immer. Seht ihr? Da fällt man einfach durch und man stirbt. Man kann nichts dagegen tun. Und ich beende den nochmal kurz die Aufnahme und starte nochmal neu, weil irgendwie ist da so ein komisches Fadenzeug dran. Bis gleich. So, wieder da. Es ist weg. 90 Frames. Wunderbar. Lalalala. Und ja, man kann auch zum Beispiel hier ein bisschen rumschauen, bloß wie gesagt, man muss immer extrem aufpassen. Hier sieht man eigentlich, man kann eigentlich schön nachschauen, wenn man so rauf schießt und es sind keine Einschusslöcher da. Ihr seht hier, sind Einschusslöcher da. Wenn hier keine sind, dann fällt man durch. Ist eigentlich relativ einfach und simpel festzustellen. Würde ich mal sagen. Setzen wir hier mal kurz unseren Taktikeinstieg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da komplett, weil ihr habt vorher gesehen, dass man da. Vielleicht kommt man daher. Nee, da geht es leider auch nicht. Also seht, es gibt dann immer so quasi Abgrenzungen. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, wo man quasi darauf also runterfallen kann, aber da nicht stirbt. Hier muss man auch aufpassen, das ist auch so ein Weg. Da kann man recht schön feststellen, und zwar hier. An, sieht man es ganz gut. Da dürft man, genau, ihr seht, hier rechts ist ein, also da ist so ein Schnitt. Hier, wenn ich drauf schieße, Einschussloch. Hier, wenn ich drauf schieße, kein Einschussloch. Und ihr seht auch hier, stürzen die ab und da eben nicht. Klasse wechseln. Und ja, da muss man dann halt ziemlich aufpassen, dass man da, habe ich nicht Klasse. Ach so, ja, stimmt. Darauf. Habe ich dann jetzt Klasse wechseln gemacht. So. Und ja. Dann sind man hier auf der Rückseite von dem ganzen Geschehen. Das ist auch ein, immer noch der Missionsteil von Modern Warfare 1. Und hier kann man zum Beispiel auch durch die Wände schauen. Wenn man allerdings ein bisschen zu weit geht, dann passiert natürlich wie immer das gleiche. Man fällt runter und stirbt. So ist es halt im Leben. Wer sich noch daran erinnern kann, Modern Warfare 1, da waren hier ein Haufen Gegner. Hier, man ist mit einem Hubschrauber rumgeflogen. Und da ist ein Auto gestanden und da ist ein Panzer drüber gefahren. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Ich finde es schön, dass sie solche Sachen immer wieder einbinden. Genauso wie Modern Warfare 3. Ich finde die Kampagne richtig geil. Da ja eigentlich alles wieder so ein bisschen mit Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 wieder so zusammenhängt. Und da finde ich, haben sie eigentlich schon, das haben sie schon ganz gut gemacht, die Entwickler. Wenigstens ein bisschen was haben sie mal gut gemacht. Zur Abwechslung. Ja, Fail. The Fail of the Week. So, und so, und so. Und so. Dann legen wir hier mal kurz einen Taktik ein Stück. Hui. Gut, dann schauen wir mal noch hier. Hier ist es genauso, da kann man bis daher, glaube ich, gehen und dann fällt man runter. Und was wir halt jetzt bräuchten, das wäre jemand, der online ist und der gerade Lust hätte, mit mir zu spielen. Denn man bräuchte nämlich einen Gehilfen, sage ich mal. Denn bis hierher kommt man alleine, doch alles, was jetzt folgt, quasi, dazu bräuchte man einen, ich sag mal, Verbündeten. Denn wenn man hier so schaut, hier kann man überall noch selbst gehen. Hier geht's auch noch, hier geht's auch noch. Hier ist ein schwarzes Loch, wo man sich schon wieder zu faul, eine Decke reinzumachen. Und hier sieht man auch, jetzt fallen die Granaten da runter. Hier geht's noch, hier geht's noch, hier geht's noch. Und dann geht's nicht mehr. Man sieht doch direkt, es geht so leicht bergauf, bergab. Da ist man dann schon wirklich an der Grenze. Und dann fällt man halt runter. So, machen wir mal einen Taktikeinstieg. F2, beziehungsweise generell nur 2. Holen wir uns mal die Snipen und ihr seht schon, hier ist es halt auch richtig cool zum Snipen.
könnte man zum Beispiel schön die Hühner wegschießen, wenn man treffen wird. Ich habe sogar getroffen, okay. Ohne Fingerfertigkeit ist natürlich eine Sniper, vor allem eine Intervention, richtig kacke. Sie tanzen recht schön. Ja, ja. Schön, schön. Habe ich eigentlich noch eine zweite Sniper? Normalerweise habe ich schon immer eine zweite Sniper, aber... Ja, meine Quickscope-Klassen. Das ändert sich beim Wiedereintisch. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Zum Glück bin ich nicht gestorben, denn wenn ich jetzt nämlich gewechselt hätte und ich wäre gestorben, dann hätte ich natürlich kein Dingsens mehr. Kein Taktikeinstieg und ich wäre hier weg gewesen. Was ich euch eigentlich sagen wollte, wenn man nämlich hier weitergehen will und unter die Map kommen will und komplett rumlaufen könnte, will, muss man hier drauf kommen. Die einzige Möglichkeit hier drauf zu kommen ist ein Vorratspaket und das geht wie gesagt nur, wenn jemand da ist, mit dem man gespielt hat sozusagen, eine Kiste bekommen hat, hier hinhaut und dann kann man nämlich drüber springen. Dort geht es dann auch nochmal Ewigkeiten weiter, vielleicht mache ich das Ganze nochmal im zweiten Teil, dann zeige ich euch nochmal den Untergrund und vor allem die, keine Ahnung, die Programmier-Engine-Raum-Teil, wie auch immer man das überhaupt nennen soll, will und wie das Ganze eigentlich von unten aussieht und wie riesig das eigentlich alles ist. Ja, ich denke, das war's. Hier, bis hierher. Bis hierher und nicht weiter. Hat auch jetzt eben das Sniper-Team gemerkt, das jetzt gerade schon wieder tot ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja sowas Neues, was ich euch heute gezeigt habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid trotzdem in Anführungsstrichen begeistert davon gewesen. Und euch hat es gefallen und wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, dann lasst es lieber bleiben, nein, gebt mir einen Daumen runter, aber bitte in die Kommentare schreiben, warum. Gut, ich weiß, es ist schon alt, aber das ist jetzt kein Grund, sondern einfach nur, weil mir langweilig war. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, vielleicht beim zweiten Teil, je nachdem. Und ja, ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Hodenkrebscreme, sagt Tschaußen für heute, Servus.